Ah, okay, das war eine recht kurze Nacht und eine recht kurze Pause. Und wie ihr sehen könnt, Property Respawn was Z to Demo. Demo ist der Name dieser Parallelwelt. Und ich habe mit dem Kommando MVM Set Respawn Demo die Spawnwelt für diesen Spieler in diese Welt verlegt. Ich hoffe, das funktioniert. Ich will es nicht rausfinden, weil es gibt eine sichere Möglichkeit, das rauszufinden, indem ich einfach sterbe. Habe ich jetzt keine Lust drauf, logischerweise. Eisen müsste geschmolzen sein und ich bin auch nicht mehr OP. Ich musste mir kurz OP-Status geben, um meine Respawn-Welt zu ändern. Ich habe hier ein bisschen Holzkohle und hier habe ich 8 Eisen. Ah, oh, was mache ich jetzt mit 8 Eisen? Ein Eisenschwert ist auf jeden Fall drin. Da muss ich erst gar nicht nachdenken. Und 2 Eisenwerkzeuge. Ja, okay. Wunderbar. Komplette Eisenwerkzeugrüstung. Naja, komplett ist die noch lange nicht. Da fehlt noch so einiges. Ah, ein paar Rückschläge. Aber soweit läuft es ganz gut. Der Anfang war echt fies. Kann man echt nichts mehr zu sagen. Okay. Oh, Kohle? Komm her. So. Na gut. Schauen wir mal, ob ich hier doch mal ein bisschen was zu fressen finde. In diesem bescheuerten Wald hier. Geht einfach mal quer feldein. Ah, Schaf. Schafe gab es da in der Gegend genug. Wohl habe ich erstmal genug für ein paar Nächte. Oh, vielleicht noch ein paar mehr Spinnen. Deswegen brauche ich jetzt keine Scheren. Es gibt viel zu viele Schafe hier. Du bist mein Eisenschwert nicht wert. Ein kleiner Fluss. Und viele schöne hohe Bäume. Nett, nett, nett. Ich hätte nur gerne ein paar mehr Höhlen und Knochen auch gut. Immer her damit. Laufen muss man Fackeln platzieren. Und mehr Bäume dumm abholzen. Dass ich weiß, dass ich schon mal war. Okay. Ah, das ist schon etwas bergiger hier. Liegt aber nur an dem dummen Fluss, der sich hier durch die Ebene schlängelt. Hühnchen, was zu essen? Yay! Und Federn für Pfeile. Komm her. Dich habe ich voll erledigt. Wunderbar. Mehr davon. Hier immer wieder gern gesehen. Wer weiß, vielleicht finde ich Redstone schon ziemlich zügig. So ein Kompass hatte schon was für sich, ja. Immer wieder gern. Fackeln. Ach, Schatz. Ne, ich nehme nicht wieder mit. Ich wollte eine Fackel platzieren. Nicht so eine dumme Werkbank. Oh. Interessanter Baum auf diesem Berg dort. Nein. Berg ist das noch lange nicht. Oh, Eisen und eine Schlucht und ein sehr bescheuerter Wasserfall. Wo geht's hier am angenehmsten runter? Auf der Wasserseite nicht wirklich. Ah, hier auf der Seite, wo die Kohle ist. Na, 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 na.
Yay, Eisenspitzhacke kommt zum Einsatz. Mal schauen, ob ich da Gold finde oder schön. Soll ja ein schneller Run werden hier. Enderdrachen töten. Das ist das Ziel. Zwischendurch ein bisschen enchanten, nicht so oft sterben, damit ich auch was zum Enchanten habe. Ja, dann ab in den End. Im Nether mal ein paar Rezepte holen. Ich habe keine Ahnung, welche Zutat was bewirkt. Ich habe das etwas beobachtet, aber so richtig gemerkt und benutzt habe ich das nicht. Ich habe da keine Erfahrung drin. Es ist auch interessant, das mal zu dokumentieren, wie schlecht ich da doch bin, ohne Ahnung zu haben, was ich denn wirklich tue und wie ich darum experimentiere. Ich weiß, was alles Zutaten sind, wo man sie findet, aber wie was die Mischung bewirkt und wie es genau funktioniert, da habe ich keine Ahnung von. Sicher habe ich geguckt, wie sich die ganzen Leute rausgefunden haben, was denn welche Tränke mixt und wie es funktioniert und was sie dafür Bilder gemalt haben zu. Aber so richtig gemerkt habe ich mir das nie. Ist viel schöner, das alles selbst rauszufinden. Das ist der ganze Sinn der Aktion, denke ich. Und das werde ich dann auch mal so dokumentieren und erleben. Ja, das reicht mir jetzt auch mal kohlemäßig. Bis dann, dann? Nein. Gab es, ach, da oben ist das Eisen natürlich. Da ist nichts. Blöde Stelle für Eisen. Also wirklich. Ah, dafür ist es umso mehr. Fällt natürlich wieder runter. Nach oben hier. Ich habe keine Lust hier zu warten, bis es dunkel ist. Folge mal diesem Fluss, denke ich, und platziere hier ein paar. Nicht nicht gefallen. Ich platziere hier ein paar Fackeln am Fluss entlang. So zur einfacheren Orientierung. Gibt es hier was Interessantes zu sehen? Nein. So, es wird schon wieder etwas spät im Spiel. Zeit, noch ein bisschen Holz zu hacken und dann eine richtige Basis zu bauen. Dann richtig schön loszulegen mit dem Herstellen von Rüstung. Wobei ich nicht wirklich viel habe. Mir sind so ein bisschen die Kühe und Schweine ausgegangen. Ich habe nur ein bisschen was an Hühnchen. Für Lebensmittel, das ist auch ziemlich traurig, das wird auch nicht lange reichen. Ich habe schon wieder scheiße Hunger. Der Kühlschrank ist auch schon wieder leer. Ich muss erstmal wieder einkaufen gehen. Ah. So. Oh. Ah, Pilze. Kommt her. Na, nein, ich kann ja noch nicht mal mehr hier hochspringen. Wie peinlich.